willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Sweet Checker. Heute ein Produkt, das ich in Budapest aufgefischt habe, in Ungarn. Ungarn. Ich würde mal sagen, das heißt 3-Bit. Oder Byte. Es kommt übrigens von Kraft Food Polska und verspricht eigentlich mir gar nichts, weil ich das nämlich nicht lesen kann. Und die, wenn ich es lesen könnte, es nicht lesen kann, weil es so klein ist, die Schrift. Also, wenn ich mir die Grafik hier anschaue, hat es etwas mit Schokolade zu tun, einer weißen Füllung und einem Keks. Also, Mr. Unbekannt, machen wir die mal auf. So, herauskommt. Plups, oh, schon kaputt. Oha. So ein Art Schokoriegel, der verschiedene Kammern hat, also Teilchen hat hier, Tafel. Und riecht nach. Oh, fies. Also nach so einer Vollmilchschokolade, das riecht aber nicht normal. Das ist ziemlich stechend im Geruch. Sondern irgendein komischen Aroma ist da drin. Da ist so eine weiße Füllung drin und ein Keks. Wie versprochen. 3-Bit, drei Sachen vielleicht. Ja. So, schauen wir mal, wie das schmeckt. Hoppsa. Ganz unförmig irgendwie. Ganz ein Hoppla-Geruch, Geschmack. Also beim Zubeißen so. Es ist total weich von oben, weil ich beiße da von oben drauf. Und dann, der Käse ist eigentlich widerstandslos. Sofort zerbröselt. Diese weiße Creme ist so ein bisschen wie Kindermilch-Schokolade. Diese innen drin, diese Milchfüllung. Danach schmeckt die so ein bisschen. Da würde ich das auch festmachen so. Aber die ist nicht so süß. Wobei diese Schokolade ist sehr, sehr süß. Und der Käse ist, wie gesagt, irgendwie geschmacklos. Soll ein bisschen Biss, glaube ich, bringen. Knusper, knusper. Und dann? Das passt nicht. Also, die Idee mit dem Keks, dass es ein bisschen Biss reinbringen soll, dass diese merkwürdige Schokolade füllt den ganzen Mund. Die Süße von dieser Milchcreme tut ihr Übriges, um irgendwie so Mischmasch im Mund zu erzeugen, was ich nicht weiß. Schmeckt so einfach nur süß. Diese Milchcreme hat eigentlich auch keinen echten Eigengeschmack. Also kann ich es gar nicht so fassen. Und somit auch nicht empfehlen. Also ich würde mir das, habe ich jetzt nicht nochmal holen wollen. Ja, müsst ihr selber wissen. Also ich habe es halt in Ungarn gekauft. Wenn ihr mal da seid, könnt ihr mal selber schreiben, wie ihr euch das, wenn ihr mal da seid, es kauft, es probiert, könnt ihr mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Auf meiner Facebook-Seite oder auf meinem Blog oder hier beim YouTube-Kanal oder Google+. Dann hoffe ich mal, dass ihr wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.